weiteres Interview der Ökonomie der Menschlichkeit. Dieses Mal zum Thema Freude, was drüber steht. Wir sehnen uns nach Freude, wir wollen Freude leben. Die Rahmenbedingungen sind vielleicht nicht ganz so ideal. Und ich habe einen Herrn in einem Interview erlebt vor einigen Wochen. Und ein Geschenk habe ich zwischenzeitlich, dass ich diesen Spuren folge. Also wenn mich was inspiriert, dann tue ich das aus. Unabhängig, was die Ratio sagt, geht ja nicht, schicke mir eine E-Mail. Ich habe angerufen und er war am Telefon. Christian Holzknecht, herzlich willkommen, Christian. Er hat abgenommen. Vielen Dank, Georg. Danke für die Einladung. Ja, und wir haben uns dann in der Luftburg in Wien getroffen und ja, da war eine ganz schöne Verbindung da. Und Christian, du hast mir über Freude damals erzählt und hast gar nicht gewusst, was die Freude für uns bedeutet. Und dann haben wir darüber gesprochen, Freude als Ausdruck, all diese Dinge. Hast du, Christian, wenn du jetzt so dir ein bisschen beschreibst, immer ein freudvolles Leben gehabt? Was ist es so deine Entwicklung, deine Station? Also wenn an der Stelle jemand sagen würde, es war immer geil, einfach nur freudig, das wäre, glaube ich, wirklich geil. Also tatsächlich habe ich die meiste Zeit meines Lebens, bei mir war so der Schnitt bei 45, bis dorthin habe ich ein nicht sehr freudvolles Leben gelebt. Ich will das deswegen nicht so ganz negativ formulieren, weil ich habe eigentlich ein richtig geiles Leben gelebt. Ich war sehr erfolgreich und ich habe sehr schöne Dinge tun dürfen, habe in Los Angeles gelebt, habe fotografisch Sachen erschaffen, wo die Menschen mich gelobt, bewundert haben. Und das würde man ja sagen, ist Erfolg. Und es hat sich bei mir aber dennoch nie so ganz nach Freude oder Glücklichsein angefühlt. Und spannend an der Stelle gleich, ich habe das mich nie getraut auszusprechen, weil ich mir gedacht habe, das lässt mich so undankbar wirken. So nach dem Motto, jetzt hat der Arsch Erfolg, fotografiert nackte Frauen fürs Playboy, lebt in Los Angeles und sagt, er ist unglücklich. Was ist mit dem nicht richtig? Ne? Dennoch, das Gefühl in mir und das, was im Außen war, hat nicht zusammengepasst. Also habe ich schon gewusst, einfach so von der reinen Logik her, da irgendwas ist noch nicht perfekt. Und das hat bei mir dann erst spät, also mit 45, übrigens vor 10 Jahren für die Rechner unter euch, weil jetzt bin ich 55, hat vor 10 Jahren dann so ein abruptes Ende gefunden, indem ich gesagt habe, das, was ich bisher gelebt habe, will ich einfach nicht mehr so leben. Habe dann einfach die Frage auch aufgeworfen, naja, wie willst du dann leben? Und ich hatte keine Antwort. Logisch, weil hätte ich eine gehabt, hätte ich ja schon dazu mal das auch gelebt, ne? Und so habe ich mich auf die Suche begeben und ich glaube, das beschreibt am besten diesen Weg von 45 weiter, war einfach mit dem großen Unterschied, dass ich Hilfe angenommen habe, andere Menschen um Hilfe gebeten habe, von anderen Menschen gelernt habe, wie man auch noch leben kann, vielleicht idealerweise von Menschen, die dieses Glück oder die dieses der Freude folgen schon haben. Und das beschreibt die letzten 10 Jahre. Und das hat bei mir natürlich alles verändert, auch mein Tun als Fotograf, auch die Fotografie, also das, was ich erzeuge. Ja, da können wir ein bisschen drüber reden. Mm-hmm. Christian, was ist denn Fotografie überhaupt? Also ich bin da völlig allein, ich nehme ein Fotorad, fotografiere und das Bild ist da. Mm-hmm. Und du machst das selbe Objekt. Was ist der Unterschied? Auf was kommst du noch bei der Fotografie? Also ich habe mehrere Ebenen. Das oberflächlichst betrachtete Ergebnis ist einfach ein Foto, das zu verschiedenen Anlässen, Zwecken eingesetzt werden kann. Die zweite Ebene, die mir lange nicht sehr bewusst war, die ich aber unbewusst immer miterzeugt habe, weil man sie gar nicht erzeugen kann, ist, was du fühlst, wenn du ein Foto siehst. Und da habe ich früher eher so nach dem Motto, mal gelingt's nicht agiert. Ich habe immer die Schuld im Außen gesucht. Ja, das Model war nicht gut oder der Kunde war komisch oder die Werbeagentur war komisch und so weiter. Und irgendwo habe ich auch mit dieser Grundidee, also ich bin Fotograf aus Interesse an den Menschen geworden. Das als Kind schon so artikuliert. Ich habe mit 8 beschlossen, Fotograf werden zu wollen. Das war für mich ein toller Beruf. Das will ich. Und es hat mich aber eher interessiert, ich will länger hinschauen können bei den Menschen, um zu erkennen, wer oder was sind die wirklich. Und dann habe ich durch den Weg eingeschlagen des kommerziellen Fotografen und habe genau das volle Gegenteil davon erzeugt.
Ich bin also immer dann am besten und fürstlichsten bezahlt worden, wenn ich am meisten gelogen habe. Also Lüge im Sinne von Illusionen erzeugen. Zeig ja nicht, wie das wirklich ist, weil die Leute müssen das Produkt ja kaufen. Also mach es schöner, wie es ist, mach es begehrlicher, wie es ist. Selbiges galt für die Menschen. Ne? Die Menschen sind gekommen, mach mich schlanker, mach mich jünger, mach mich schöner und so weiter. Und ich habe einfach in Ermangelung der Alternative gedacht, diesen Beruf gibt's, also Geld verdienen mit diesem Beruf gibt's nur in dieser Version. Und dafür habe ich innerlich immer mehr abbauen müssen, um zu sehen, dass durch diese vielen Lügen, die ich erzeugt habe, irgendwie, wie ich selber zur Lüge geworden bin. Also man könnte vielleicht auch sagen, wie unsichtbar. Ich bin auf einmal wie nur noch ein Schatten gewesen. Und habe irgendwann, wo das einfach so geschmerzt hat, dass ich gesagt habe, nicht mehr wieder oder nicht noch mehr, habe ich mal überlegt, was war denn dazu mal eigentlich des achtjährigen Kindes die Idee, wo ich diese Idee aufgegriffen habe und habe gemerkt, ich bin ja meiner eigenen Mission oder meiner Vision völlig abhanden gekommen. Und das war dann der Punkt, geil war aber auch, ich musste nichts mehr aufgeben, weil da war eh schon alles kaputt, weil ich viel zu lange hingezogen habe, auch wirklich zu reagieren, ne? Zu sagen, das Alte hat das Ergebnis nicht erzeugt. So, was mache ich denn jetzt? Und was, ich sage, dafür habe ich so einen Spruch, durch große Schmerzen lernen wir am schnellsten. War ich auf einmal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das geht gar nicht mehr. Jetzt will ich einfach mal nichts, lieber nichts wie das. Und dann natürlich automatisch, was will ich dann? Und so ist die neue Art von Fotografie zu mir gekommen. Du warst ja, glaube ich, 10 Jahre ungefähr, hast du für den Playboy fotografiert. Und ich sage jetzt, so eine erotische Frau, die meine Fantasie anregt, das kann ja durchaus was Schönes sein, oder generell? Voll, voll. Also ich finde oft spannend, immer, weil ich habe ja, das ist ja ein bisschen ein Titel. Man hat immer früher gesagt, der Playboy-Fotograf aus Los Angeles. Und verhältnismäßig habe ich für Playboy sehr wenig gearbeitet. Ich habe 100-mal mehr Aufträge in der kommerziellen Welt gemacht wie Playboy. Und zum Schutz von Playboy möchte ich auch erwähnen, die waren nie so fake. Sie sind ja, also ich habe nur Promis fotografiert für sie. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Also das Playmate in der Mitte ist ein Mädchen vom Land, die man halt wahrscheinlich nicht kennt vorher. Und die am Cover sind diese Promis, die man sehr wohl kennt, denen auch viel Geld bezahlt wird, damit sie sich nackig machen. Und bei den Menschen war ja immer auch der Auftrag, sie wirklich zu zeigen. Ich meine, die hätte man ja nicht können so niederretuschieren, dass sie keine Sau mehr erkennt. Das wäre ja entgegen des Investments gewesen. So, Playboy hat wirklich generell gut verstanden, nicht zu faken. Die Hauptfake-Welten waren Werbung. Und dort war es auch immer oft mit Körper, also was Beauty. Ich habe 13-jährige Mädchen fotografiert für eine Beauty-Werbung, wo man so getan hat, als wäre die 26. Also es ist wirklich eine Irreführung und es war Lüge und es war Betrug und da war ganz viel drin, wo man immer unter dieser Art gerechtfertigt hat. Ja, damit, nur damit verkaufst du deine Produkte, Schrägstrich, das wäre jetzt übrigens unterschwellig gefühlt, weil die sonst keiner kauft. Das ist ja ein riesen Nicht-Kompliment an diese Produkte. Mhm. Und ich habe aber, weil ich nur das kennengelernt habe, immer gedacht, das gibt es nur so. Mittlerweile, jetzt hat sich natürlich auch die Welt verändert, darüber kannst du noch viel besser berichten wie ich, weil dieses, den Anspruch wahrhaftig sein zu wollen, aber auch den Anspruch an mein Gegenüber zu haben, wer bist denn du wirklich, bevor ich mich entscheide, mit dir zusammenzuarbeiten. Das ist ja rein emotionales Fühlen und das ist ein Austausch in Form von, bist du überhaupt bereit, das herzeigen zu wollen, zu fühlen, zu geben? Und in dem sind wir jetzt, und da ist natürlich das, was ich schon seit 10 Jahren jetzt mache, was am Anfang gar kein Erfolg war, weil das niemand wollte, ist jetzt gefragt. Und da war wichtig, dass ich auch dran geblieben bin, weil das war nicht immer, also gerade auf meiner Bank und der Steuerberater, die haben mir oft den Vogel gezockt, weil sie gesagt haben, hey, hör auf, was immer du dir da ausdenkt hast, geh wieder zurück und mach wieder Werbung wie früher. Mhm. Weil die haben nur die negativen Zahlen gesehen und gesagt, dass damit, was du dir da überlegt hast, kann man kein Geld verdienen.
Bei mir zum Glück war aber die Erfahrung von dieser Negativerfahrung aus der Lügenwelt heraus so stark, dass ich gewusst habe, ich neige nicht dazu, dorthin zurückzugehen. Also habe ich gar keine Wahl gehabt. Ne? Bei mir ging es nur nach vorne, weil nach hinten, das wäre für mich, wie wenn der Wolf schon wartet, ne? Mit offenem Mund. Und das hat mir geholfen. Also so bin ich irgendwo auch durch diese Täler gegangen, wo ich wirklich motiviert war, weil ich gewusst habe, auf lange Sicht wird das unsere neue Erde, aber auch die damit verbundene neue Wirtschaft beschreiben, ausmachen und voll inhaltlich einnehmen. Und ich glaube, dass sind wir beide deswegen diese Verbindung zwischen uns beiden auf der gleichen Idee oder Mission unterwegs. Genau, und genau solche Unternehmer sind da im Feld, die dieses Neue schon zeigen, leben und auch wirtschaftlich sehr erfolgreich sind. Weil im Grunde dieser alte Konsum ja immer vermittelt, mir als Konsumenten, als Person, nicht als Mensch, es fehlt noch ein bisschen was und dann bist du perfekt. Genau. Und diese Illusion, die, glaube ich, wird jetzt mehr und mehr in dem Sinn durchschaut, auch oft von jungen Menschen. Mhm. Und das war jetzt so das Bisherige, was wir erlebt haben, was auch nicht gut, schlecht ist. Aber ich glaube, diese Lebenssinnfrage stellen sich halt immer mehr Menschen. Und das Schöne auch in der Ökonomie der Menschlichkeit ist, da sind sehr, sehr viele Unternehmer, die schon dem Weg der Freude folgen. Aber was mich, um das noch abzuschließen, jetzt interessieren würde, weil ich das öfter erlebe, sehr erfolgreiche Menschen, im Außen erfolgreich, wirtschaftlich erfolgreich, die haben schon, wenn sie fühlen, das Bedürfnis zu sagen, ich möchte was ändern, ich möchte was anders tun, sie tun es aber nicht. Aber was war für die der entscheidende Punkt, dass Christian das gesagt hat, so, stopp und jetzt? Große Schmerzen. Und das ist eigentlich bescheuert. Also das darf man an der Stelle einfach erwähnen. Ich habe von einem Trainer in Deutschland, einem Mentor, gelernt. Er hat das Wording, also dieser Satz auch so verwendet. Er hat gesagt, Menschen verändern sich nur durch zwei Motivationen. Die erste ist große Schmerzen und die zweite sind große Ziele. Und dann sagt er immer dazu, und die meisten haben keine Ziele. Und wo ich das gehört habe, ich bin in dem Seminarraum gesessen mit noch 40 anderen und habe so kurz, wie man es so üblicherweise macht, ne, wie mache ich das? Habe ich mir gedacht, shit, große Schmerzen, ganz klar. Und schau, es ist egal, wie es zu dir kommt. Ich glaube an der Stelle, wenn das kommt, und ich glaube, jeder Mensch wird in der nächsten Zeit oder ist schon in der Vergangenheit an dieser Stelle gewesen, an diesen Punkt kommen, wo er merkt, jetzt braucht es eigentlich nur eine Sache. Und das ist im Prinzip Mut. Und was auch noch dazu kommt in meiner Welt, aber das ist nur meine kleine persönliche Wahrnehmung, ist, es muss klar einen Weg geben, den ich auch erkenne. Weil grundsätzlich, wir Menschen stehen nicht auf Schmerzen. Und es klingt absurd, wenn du siehst, wie viel draußen dieses Prinzip von Vollschmerzen leben. Und aus meiner Sicht war das immer dumm. Ne? Ich habe mir immer gedacht, wie dämlich kann man sein, dass man sich diesen Schmerzen hingibt. Also ich rede jetzt übrigens von mir, weil ich es ja selber gemacht habe. Ne? Und im Nachhinein, erst im Lernen von neuen Ideen von Leben, habe ich eben gemerkt, ich wusste ja nicht besser, wie das gehen soll. Ich habe das nie gelernt. In meiner Schule, ich weiß nicht, wie es bei dir war, hat niemand Glücksunterricht gegeben oder Begeisterungsförderung oder wie können wir gemeinsam träumen. Das Gegenteil war der Fall. Ne? Hör auf, du Träumer. Hör auf zu träumen, pass auf. Ne? Also klar ist, herkunftsweise, wir wissen alle, diese Programmierungen haben wir alle gleichermaßen erfahren und sie haben gleichermaßen nicht das Ergebnis erzeugt. Und das ist witzig, weil du das gerade angesprochen hast. Damit meine ich nicht das Monetäre, weil das tatsächlich möglich ist. Es gibt sehr viele erfolgreiche, unglückliche Menschen. Ich war ja auch einer davon. Und das darf man deswegen nicht verwechseln. Das ist uns auch überbracht worden. Man hat immer gesagt, Hauptsache du bist erfolgreich. Oder glücklich sein auch noch, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Sei froh und dankbar, dass du erfolgreich bist. Und ich mittlerweile würde das völlig neu erzählen wollen. Erfolg ist nur Erfolg, wenn ich dabei der Freude folge. Und ich glaube, das deckt sich sehr stark mit auch dem, was du fühlst, aber auch nach außen transportierst. Mhm.
Definitiv. Das Projekt gibt es jetzt vom Ursprung her ungefähr 12 Jahre. Wow. Und wir haben immer, oder ich habe mir oft die Frage gestellt, wie zeigt man den Wandel, wie leben wir den Wandel? Mhm. Weil es in der alten Welt alles greifbar sein muss. Wie funktioniert das, was habe ich davon? Und mir war sehr schnell klar, es geht um den eigenen Wandel. Bei mir, in Familie, im Unternehmen, der dann nach außen wirkt. Und erfolgreich zu sein mit Freude, das ist die ganz, ganz tolle Kombination. Und da haben wir schon Unternehmer, die das leben. Und was mir auch lange nicht bewusst war, ist, und das sehe ich ja immer wieder, die Leute sagen, ja, ich lebe das ja schon in meinem Rahmen, mache das schon, und diverseste Ausrichtung wie Dankbarkeit und viele andere Sachen. Kraft kriegt es aus meiner Sicht dann, wenn man gemeinsam den Fokus finden, wenn man Konzentration schaffen. Und da haben wir, und das ist ein großes Geschenk, noch gar nicht so bewusst, das Wort Freude als gemeinsames Anliegen gefunden. Mhm. Ich erwähne das gern, Gerald Hüther, Gehirnforscher in Deutschland, der hat 2017, war so eine Stadtveranstaltung, und der hat so oft betont, wenn es uns gelingt, einen gemeinsamen Fokus zu finden, ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Anliegen, dann entsteht da ganz eine große Kraft, weil es natürlich auch morphogenetisch, es geht hinaus, es wird kommuniziert, es wird genährt, stärkt, und dann komme ich auch natürlich von der Angstseite, von dem, was mich blockiert, in ein gutes Gefühl. Und das ist die ganz große Chance, wo Unternehmer zum Teil noch sagen, wie du auch mit Träumen und so, das hat nichts mit der Realität zu tun. Und das ist uns heute halt schon in kleinster Kindheit, ist uns das schon genommen worden, und das holen wir uns jetzt gerade zurück. Und das macht einen ganz großen Spaß, und es gibt auch nicht so wenig. Es ist nur ein Umverteilungsthema und viele andere Sachen. Also wir haben einfach Glaubenssätze eingesetzt gekriegt, und darum reagiert auch die alte Wirtschaft auf die Ökonomie der Menschheit teilweise sehr aggressiv, weil sie uns eben als Träumer sehen. Die wollen keinen Verbund haben der Mitarbeiter, das ist kein Minus in der Bilanz, sondern das ist die Energie, das ist der Ausdruck, das ist die Kraft, das ist die Schwingung in Unternehmen. Und wir haben gestern den ersten Freudeabend gehabt. Martin Kirchbaumer, ganz interessanter Kommunikator, Kommunikationsprofi, hat den Impuls gehabt und die Idee, dass er sagt, ja, wie zeigen wir die Veränderung? Wie schafft man Wissenstransfer? Und da ist der Freudeabend entstanden. Und ich habe mich schon gefreut drauf, habe aber nicht gewusst, was passiert da. Und der war gestern am Abend das erste Mal im sehr überschaubaren Rahmen, was mir auch wichtig war, also nicht zu viel Leute, dass richtiger Raum da ist. Und das war eine Herzensbegegnung, weil die Menschen gesagt haben, boah, ich bin froh, dass ich in der Ökonomie der Menschlichkeit bin. Es geht um den nährenden Raum. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Es geht nicht mehr um Konzepte im Außen, sondern ein verbundener Raum, wo wir uns trauen eben, sich zu zeigen, sich zu öffnen, neue Wege zu gehen, das Unternehmen aus der breiteren Perspektive etc. zu sehen. Und das kriegt eine ganz gemeinsame, ganz große Kraft, und Freude ist eben der Ausdruck. Und auf das fokussieren wir. Und ja, da wären wir bei dem Freudekalender. Das ist eine Idee von dir, ein Impuls von dir, der spontan da war, an einem Kalender Freude auszudrücken. Ein Bild sagt ja mehr als 1000 Worte bekanntlich. Magst du ein bisschen was sagen dazu? Wie kann so, wenn das gelingt, so ein Freudekalender ausschauen in der Ökonomie? Super gerne. Also das ist nur ein Transporteur. Also der Kalender selber als solches ist ja bei mir, hat es einen großen Platz in meinem Tun. Ich habe eigentlich über ganz viele Jahre hinweg nur Kalender gemacht. Muss man sich so vorstellen, Fotokalender, an die Wand hängende Kalender, wo diverse kommerzielle, aber auch einfach nur Kunden mir das quasi in die Hände gegeben haben, kommen übrigens vom Playboy. Also das war eh klar, dazu mal war ich sowas wie der Profi, der diese erotischen Fotos macht. Und dazu mal waren ja die Kalender noch so. Also da hat man wirklich den Kalender als einen Garagenkalender bezeichnet. Und ich habe dann irgendwann über die Jahre angefangen, und gesagt, wie schön wäre es, wenn diese Frauen angezogen sind, damit der Garagenkalender auch ins Büro gehängt werden kann. Und das hat wie eine neue Bewegung gestartet, die jetzt nur mal sich wieder völlig erneuert hat und in die Richtung gegangen ist von Mut- und Sinnkalender, wie ich das gerne benenne, weil diese Kalender jetzt einen Sinn machen. Also die haben einen Bildungsanteil drin und sie haben eine Form von Vorausgehen-Idee. Also ist eh logisch, ne? Wenn du heute einen Kalender am Ende des Jahres, ist ja deswegen der Kalender auch so genial, weil üblicherweise die Kunden am Ende des Jahres deren Kunden was schenken. Oder der klassische Kuli, Feuerzeug oder was auch immer. Und wenn du da einen Kalender schenkst, der quasi ein Jahr gute Gefühle beinhaltet
und du das dem Kunde auch kommunizieren kannst und sagen kannst, lieber Kunde, weil es mir so wichtig ist, dass es dir gut geht, schenke ich dir jetzt ein Jahr gute Gefühle in Form von diesem Kalender. Und du merkst, aha, jetzt ist, und denk jetzt das von vorher, ne? Nackte Frauen, die in der Werkstatt hängen und am Schraubenschlüssel lecken und dann diese, was auch immer der Transporteur ist, also bildinhaltlich wird es immer für jeden Kunden einzeln angefertigt, aber es transportiert eine Emotion und die Emotion ist immer zum Wohle des Menschen, der sich an die Wand hängt, weil das ist ja nicht selbstverständlich, ne? Und so ist das mit dem Freudekalender deswegen gleich zu mir kommen, weil ich eigentlich alle Inputs, die ich kriege, immer abgleich, ist das quasi geeignet für thematisch, kann man das thematisch überhaupt machen? Also da ist das gekommen, dass ich gesagt habe, wie toll wäre es, wenn die Menschen, die bei dir in deinem Verein sich ja schon entschieden haben für diese Ökonomie der Menschlichkeit und eben diesem Ich folge der Freude, dieses Folge der Freude auch verschenken können. Hier, lieber Kunde, folge doch auch du der Freude. Ich schenke dir das jetzt. Und ich glaube, das hat einmal eine gute Grundenergie. Ob und wie das jetzt genau wird, das ist einfach im Entstehen. Und deswegen habe ich es auch nur einmal ins Feld gegeben, weil ich da viel Erfahrung mitbringen kann und einfach Vorschläge machen kann, wie das denn sein könnte. Aber grundsätzlich, das vielleicht noch erwähne ich dazu, die Entscheidung ist vorher passiert. Wenn ein Mensch sich entscheidet, der Freude zu folgen, wäre übrigens logisch, wenn das jeder tut, weil wir Menschen, wenn man uns fragen würde, wie wäre es mit ein bisschen mehr Freude in deinem Leben, würde der unglücklichste Mensch auch sagen, ja, bitte. Der würde nicht sagen, nein, ich hätte lieber gern von dem Unfreudigen noch mehr. Sondern jeder würde automatisch sagen, ja, bitte, mehr Freude. Übrigens so der Freudigste. Das ist das Geile bei uns, ne? Ein bisschen mehr geht immer. Und die Frage wäre dann eigentlich viel mehr, wie gut können wir, mit wir meine jetzt du und ich, etwas erschaffen, wo es den Menschen leichter macht, dieser Freude zu folgen. Und ich glaube, das ist etwas super Wertvolles. Da sind wir jetzt wieder unabhängig von Kalender oder irgendwelche anderen Medien oder was auch immer für Kanäle. Das ist nämlich eine emotionale Botschaft, die kann man auch anders überbringen. Und ich glaube, dass die Menschen da draußen gerade jetzt sehr stark aufnehmen und annehmen können, wenn jemand sagt, wie wäre es mit ein bisschen mehr Freude? Und das ist super. Da das haben wir genau das Richtige. Ne? Passt ganz, ganz perfekt auch insofern, weil sich die Frage erstellt, was macht der regionale, beherzte Wirtschaft anders zu irgendwelchen globalen Konzernen, wo es halt rein um die um die Zahlen geht, wo eben Dinge zu erfüllen sind von Vorständen. Und das ist auch ein legitimes System, dem kann man folgen. Aber das Interessante für uns wäre, ja, wie zeigen wir uns gemeinsam? Das beherzte Wirtschaft, und da haben wir vor, das ist noch nicht ganz erledigt, ist auch eine finanzielle Geschichte, einen Freudeindex zu schaffen. Es gibt so Glücksforscher, Uni Innsbruck, und wir wollen in die Gesellschaft hineinfragen, wie geht es uns mit der Freude? Die richtig skalierbar machen und dann zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Status, der ist vielleicht gar nicht so gut im Moment und wir wissen ja, hinter den Kulissen, wir haben viele, viele Herausforderungen. Wir fördern gemeinsam diese Freude und da gibt es natürlich auch die Instrumente oder braucht es Instrumente, die den Fokus drauf richten, weil gestern beim Freudeabend ist schon öfter wiederholt worden, erinnern wir uns immer an die Freude, an das gemeinsame Anliegen. Nicht mehr der Diskurs oder irgendein Standpunktgespräch, sondern einfach auf das gemeinsame Anliegen. Das ist eine ganz, ganz andere Energie. Wir haben schon noch, und ich habe vor ein paar Tagen mit einem sehr erfolgreichen und größeren Unternehmer gesprochen, der gesagt hat, ja, Freude ist wichtig, aber es gibt im Moment keine Freude. Wir haben harte Fakten, es ist extrem schwierig, und die Realität ist ganz eine andere. Und den Switch zu machen, ja, du hast die gleiche Aufgabe, aber wenn du dir freudvoll machst, mit einer Innenhaltung hast du ein anderes Ergebnis. Das ist noch ein bisschen eine Challenge, aber da braucht es eben, glaube ich, Unternehmer, die da schon drinnen sind, die das vorleben. Ja. Und da unterstützen wir. Und da haben wir wieder den Raum der Ökonomie, der Menschlichkeit, wo wir da uns gemeinsam nähern. Ich habe gerade einen guten Impuls gehabt, während du das jetzt erzählt hast, wo sich perfekt dort anfügt. Was man eben nicht vergessen darf, ist, die größte Freude des Menschen ist es, anderen Menschen Freude zu machen. Also da ist ja die Fragestellung extrem wichtig. Ne? Wenn dieser Unternehmer
aufgrund von dem Druck finanziell, situationsbedingt, kurz nach der Pandemie, das verstand ich alles. Große Schmerzen, die noch größer werden, die geben weniger Raum, wenn man kommt und sagt, wie wäre es denn mit ein bisschen mehr Freude, obwohl der auch Ja sagen würde, logischerweise, ne? Sogar der viel eher noch. Aber was wichtig ist, ist, dass die Fragestellung in der zweiten Stufe, also wenn der sagt, ja, ich wäre es gerne freudvoller, in der zweiten Stufe ist, und wie kann ich anderen Menschen eine Freude machen? Und da sind wir sehr stark, Dienstleistung, Produkte etc., weil das sind für Unternehmer sehr leicht zu beantwortende Fragen. Wie kann ich meinen Kunden eine Freude machen? Und das erzeugt meine Freude. Wenn ich hingegen aber frage, das wäre alte Erde, wie kannst du mir mehr Freude machen? Dann bin ich noch genau im alten Prinzip gefangen und mache genau dasselbe. Nur wenn ich was kriege, mache ich was. Ich kriege aber gerade nichts, also mache ich jetzt auch nichts mehr. Also da muss man sehr vorsichtig sein mit der, also der Stab hat immer zwei Enden. Und je nachdem, welches Ende ich gerade füttere, verstärkt sich, ne? Und der Stab in dem Fall wäre einfach da Angst, da, bei mir ist übrigens nicht Mut gegenüber, sondern Urvertrauen, Angst, Urvertrauen, aber unfreudig, freudig oder das Hass und Liebe, das sind immer diese zwei Enden. Mhm. Und wir uns gerade jetzt, oder? Weil wenn einer sagt, gerade jetzt ist besonders schwierig, da spüre ich, da höre ich schon förmlich was anderes, nämlich dass ich mir denke, und genau deswegen ist gerade jetzt perfekt. Genau. Weil ganz ehrlich, ich meine, wenn alles schon so wundervoll geschmeidig wäre, was würden wir noch großartig tun dann, ne? Außer auf der Donauinsel in der Sonne liegen. Ich sehe halt jetzt richtig den Übergang insofern, dass in der alten Welt oder in der bisherigen Welt, auch in der gelernten, oft einmal der Kampf des Durchhalten die Lösung war. Aber ich merke, und da kommen auch die Rückmeldungen, das erschöpft sich immer mehr. Klar, logisch. Das wäre jetzt das Interessante, weil wenn ich jetzt einem Kunden Freude mitgebe mit einem Produkt, ja, Freude im Außen, aber diese innere Freude, die Grundhaltung der Freude. Und wir haben in dem Lebensraum, wo wir sind, vom Grundansatz her schon ganz, ganz viele Dinge, wo ich sage, hey, dass ich da hergeboren bin, das, alles andere ist schon ein Geschenk, ein Zusatzgeschenk. Mhm. Dass man den Fokus wirklich viel, viel mehr auf die Schöpfung, auf die Natur, auf das, was uns der Lebensraum gibt und auch das Umfeld, viel mehr bewusst machen und das immer wieder nähren und stärken. Und da geht es auch hin. Und das ist ja auch interessant, wo ich so meine Motivation hinterfrage und hin, wie sehr selten hinterfrage mich Leute, was denn meine Grundmotivation ist. Und ich sehe es jetzt da, Christian, dass ich mir schon als Kind gewünscht hätte, menschliche Begegnungen zu kriegen. Und die waren aber nicht möglich, weil da war immer eine Person. Der hat zwar gelacht oder so, aber ich habe gespürt, na, irgendwie passt das nicht. Ich möchte jetzt richtig spüren, weißt, so, dass wir uns zeigen und so. Und das sehe ich jetzt in der Ökonomie der Menschlichkeit, aber diesen ganzen Hotels oder Ladengeschäfte, die es gar nicht mehr brauchen würde, weil das Produkt kriegst du. Aber wenn da dann die Tafel drauf ist, Ökonomie der Menschlichkeit, die Logotafel und ich gehe da hinein und habe da richtig eine menschliche Begegnung und das war ja bei dir der Punkt, glaube ich, oder Mitauslöser, dass so um die Person und die Rolle gegangen ist und der Profi-Fotograf Christian, aber du bist ja viel, viel mehr als Mensch, oder? Ja, natürlich. Und das, was ich mache, hat immer weniger mit Fotos zu tun. Also das war auch etwas, wo ich noch zuerst schon mal lernen durfte, weil ist eh logisch, der Fotograf will für die Fotos gelobt werden. Jetzt waren dann aber die Begegnungen immer mehr so auf der gefühlten Ebene, Herzensebene, dass danach die Menschen gesagt haben, Mensch, die Begegnung mit dir war so wundervoll. Und die Fotos nicht erwähnt haben. Ne? Und am Anfang haben wir immer gedacht, was ist denn jetzt los? Ne? Und mittlerweile ist das für mich das größte Kompliment. Die Fotos, die gibt es immer, die sind auch da und die sind auch messbar gut. Also was, gut im Sinne von, die wirken extrem wertvoll, weil sie in so einer reinen Energie sind. Das entsteht dabei, das ist mein Produkt. Aber was die Menschen sich merken und über was sie danach weit mehr sprechen, ist die Begegnung. Und schon, das soll ja auch wiederum für deine Leute einmal eine Überlegung sein. Vielleicht geht es gar nicht mehr so sehr um mein Produkt, sondern vielleicht geht es vielmehr jetzt darum, wie sich dieser Mensch fühlt, wenn er mir als Mensch begegnet ist und dabei noch mein Produkt gekauft hat.
Und das ist auch etwas, was in, also ich höre da förmlich diejenigen, die in den großen Schmerzen stecken, wieder schreien, die sagen, das ist unmöglich. Aber ich weiß, mittlerweile ist es nicht nur mehr eine Theorie, sondern eine Erfahrung, weil ich ja das lebe. Also ich habe einfach nur den Mensch vor meiner Kamera in den Fokus gebracht. Und das ist witzig, weil das wäre ja auch fotografisch, ne? Den bringst du in den Fokus. Und habe dabei einfach akzeptiert, dass manchmal ein Foto unscharf ist, weil er jetzt im Fokus ist mit Fühlen. Und dafür war notwendig, dass ich meine Schmerzen zuerst einmal in Liebe umwandeln kann. Weil es ist eh logisch, ich kann keinen Menschen heilen, wenn ich selber nicht geheilt bin. Und ich kann keinen Menschen lieben, wenn ich mich selber nicht liebe. Und das ist ein bisschen das, was in unserer Welt jetzt gerade passiert. Und das ist eigentlich sind zwei verschiedene Sachen. Es gibt den Menschen, den du jetzt bezeichnen würdest als der Unternehmer oder der, der bei dir im Verein einfach mit dabei ist. Aber es gibt eben auch die Seele von diesem Menschen. Und beides kann unter Umständen nicht im Einklang sein und damit wird er auch nicht perfekt passen, für sich vor allem nicht. Ne? Sondern er kommt vielleicht als Unternehmer in dem Denken des Unternehmers, im Handeln des Unternehmers, erwartet was durch dich oder deinen Verein, das die Seele dann nicht fühlt, weil er gar nicht verbunden ist mit der Seele und dann kann es am Ergebnis auch gefühlt nicht ideal sein. So, was wir machen, ist auf zwei Ebenen arbeiten, wenn man so will. Und logischerweise, die gibt es immer, auch die, die sagen, ich fühle nichts. Ich liebe das, wenn sie das tun, weil dann sage ich immer, sehr super, weil dann fühlst du schon, nämlich, dass du nichts fühlst. Das auch fühlen. So, dann nimm einfach mal den Druck raus, der kommt bei uns meistens noch von dieser alten Welt gesellschaftlich. Ne? Man muss ja erfolgreich sein, man muss nach außen vorgeben, schön und toll zu sein, auch wenn man das nicht fühlt und so weiter. Und nur mal den Druck rausnehmen, nur mal die Menschen in einen Raum bringen, wo sie einfach mal fühlen dürfen, wie sie sind und wie sich's anfühlen würde, wenn man einfach mal nur genug ist, ne? Einfach mal perfekt sein kann, einfach mal nicht bewertet wird. Das macht schon ganz, ganz viel. Und da kommt dann noch eine angeborene Sache, die ist ähnlich mit dem, ein bisschen mehr Freude geht immer. Es geht bei Glück genau gleich, es geht bei Gesundheit genau gleich. Wenn du den gesündesten Menschen fragst, darf es ein bisschen mehr Gesundheit sein, sagt er, oh ja. Und wenn du den kränkesten fragst, auch. Und das ist eine wundervolle, angeborene Sache von uns Menschen, dass wir im Grund genommen gerne es immer etwas besser hätten, nur sehr oft in die Falle tappen, da kommt wieder Werbung ins Spiel, dass man uns verspricht, dort ist das, wenn du das kaufst. Um dann zu merken, jetzt habe ich es gekauft und es fühlt sich immer noch nicht mehr so an. Und das ist ein Versprechen, wo ich jetzt an der Stelle sofort allen Zuschauern und Zuhörern geben kann. Der, der der Freude folgt, wird dieses Gefühl des Gewinnes, des Erweitern immer haben, jedes Mal. Und sei es nur ganz kurz und ganz klein ausgelebt. Der Freude folgen oder sich für die Liebe entscheiden, den Menschen zum Wohle zu dienen, das sind lauter Sachen, die machen so viel Gegenleistung, ohne dass da was ist, einfach nur vom Gefühl her, fühlt sich wundervoll an und macht alles, ne? Macht glücklich, macht freudig, macht gesund und so weiter. Und vor allem, was ich da aushöre, ist, Christian, ja, du darfst sein, wo du bist, du musst nicht funktionieren. Es ist eben diese Glaubenssätze loszulassen. Ein Freund von mir, der Gregor Sieböck, die haben wir in Südamerika in Patagonien, in einem Naturwahlprojekt, das sehr groß ist. Und da werden Menschen dann eingeladen, einfach hinzukommen. Ohne irgendwas, egal was der macht, ob der was macht oder nicht macht, wie immer. Du bist da, du bist als Mensch willkommen und es wird sich irgendwas fügen. Also das ist sicher ganz, und das, glaube ich, wird auch ganz vielen Menschen einmal gut tun, dass sie sagen, ich kann richtig los. Wir lernen gerade jetzt, machen ein Interview mit einem Unternehmer, mit einem Coach, so Dunkeltherapie. Weil ich schon merke, Ökonomie der Menschlichkeit, ich bin dabei, und ich weiß auch, ich habe gewisse Dinge, die sind ja mal dienlich, was ich loslassen, wäre gut oder so. Und das ist halt ganz stark geprägt. Und einmal so 3 Tage richtig in völliger Stille, in völliger Dunkelheit zu sein, also keinen Reiz im Außen und zu sagen, was passiert da in dem Sinn mit mir. Und das, glaube ich, sind auch die ganz wichtigen Werkzeuge. Magst du eigentlich Coaching, begleitest du auch Unternehmer selber? Also tatsächlich, ich nenne das nur anders. Also ich darf in Österreich nicht coachen.
Also das ist ein irgendeine so Berufsbezeichnung, wofür man irgendeine Ausbildung noch zusätzlich beim WIFI machen muss. Und das ist auch nicht meine Kernkompetenz, aber ich nenne es gerne begleiten und trainieren. Also ich mag den Begriff Trainer. Ich bin Trainer und ich trainiere tatsächlich mit Menschen. Auch im Einzel ist das möglich. Da bin ich dann einfach ein Wegbegleiter. Und da geht es aber auch nicht um großartig den Wissenstransfer, weil ich gemerkt habe, die Menschen wissen, habe ich das Gefühl, haben wir alle mehr als genug, vielleicht sogar zu viel. Sondern was ich gerne mache, ist das Reduzieren oder hör einfach mal auf zu tun, hör einfach mal auf zu wissen wollen, hör einfach mal auf Druck zu machen, hör einfach mal auf anderen gefallen zu wollen. Und das passiert bei mir bei allem, was ich mache, also beim Fotoshooting ja auch, da ist genau dasselbe. Deswegen sprechen die Menschen ja über die Begegnung mehr wie über die Fotos. Nur die Fotos werden ja nur so, wie sie werden, durch die Begegnung. Und natürlich kann man mir auch begegnen, ohne dass dabei Fotos entstehen müssen, was schön ist mit diesem Waldprojekt. Die Menschen werden jetzt immer mehr in diese Richtung sich selber entwickeln, dass sie gar nicht mehr so fragen, was verkaufst denn du, sondern sie würden eher fragen, wer bist du? Wer bist du wirklich? Gib mich dich zu fühlen, damit ich mein Herz entscheiden lassen kann, ob ich mit dir einen Weg gehen mag oder nicht. Das sind die richtigen, hochqualitativen Fragen der jetzigen Zeit. Und beim Begriff von Coach, da bin ich eher so, dass ich sage, Vorsicht bei der Auswahl, weil klar, der Begriff ist sehr dehnbar. Ne? Wenn ich beim WIFI da einen Kurs mache, bin ich das und dann darf ich das. Und ich habe halt gemerkt, dass für mich wichtig wäre, wenn ich einen Bergführer suche, der mir jetzt aufs Matterhorn bringt, dann nimm ich nicht an, der auf dem Großglockner war bisher nur. Sondern ich suche mir fürs Matterhorn einen Bergführer, der auf dem Matterhorn war. Und das ist meine Empfehlung auch für die Auswahl der perfekten Begleitperson. Einfach mal zu überdenken, kennt dieser Mensch diesen Weg? Weil mittlerweile hat sich das ein bisschen so verwässert, dass es sogar Bergführer gibt, die dir am Parkplatz unterhalb vom Berg ein A4-Blatt geben mit einer Wegbeschreibung und sagen, viel Spaß, die Rechnung kriegst du morgen. Ja, und das ist, oder, da darf man schon ein bisschen mal nachdenken, wie sehr würde ich diesem Bergführer vertrauen? Wie sehr würde ich den wirklich beauftragen wollen? Und kein Mensch würde es machen im Fall vom Bergführer. Und deswegen, das ist für mich so ein guter Tipp, einfach finde den richtigen Bergführer, der auf diesem Berg, auf den du möchtest, den richtigen, also die Erfahrung hat und einen Zugang liefern kann, wo du sagst, das ist super, genau das will ich. Ne? Was ich da bei dir sicher großes Thema ist, dieses gelebte Wissen. Du hast ganz viele Dinge gemacht, du hast da losgelassen, hast dich neu erfunden, bist da durch innere Themen gegangen. Es ist kein gelerntes, kein Coach-Wissen, kein Strategiewissen. Und was ich oft als Anliegen her von Unternehmen, oft nicht, hin und wieder, aber sehr guten, wo ist meine Inspirationsquelle? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Zukunft. Super, und die liegt Frage. Nicht in irgendwas, was wir schon mal erfahren haben. Ja. Und schön, weil die sich nach vorne richtet. Mhm. Oder das, ich mag, es gibt einen Spruch von Tony Robbins, der sagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ich habe das nie am Anfang nicht so ganz verstanden, wie ich an diese eine Frage gekommen bin, nämlich dieses Wort Warum, das lieben mir Menschen ja, wir lieben die Warum-Frage, warum ich, warum das, warum jetzt. Ändere dieses Wort in Wofür. Es ist nur ein Wort, wofür ich, wofür jetzt, wofür genau das. Und du merkst, der große Unterschied ist, warum ist eine Rückwärtsfrage, etwas zu begründen, das schon passiert ist, das übrigens immer eine Erfindung ist. Es gibt keine Wahrheit als Antwort, sondern wir kreieren irgendwas und dann sagen wir, ach, jetzt verstehe ich es deswegen. Ach, okay, jetzt kann ich es gehen lassen. Und die Antwort ist eigentlich erfunden. Ist geil, oder? Aber wenn ich sage, wofür, muss ich immer nach vorne schauen und es hat eine Vorname dahinter, dass immer alles, eben auch das, was gefühlt vielleicht negativ gerade ist, für etwas ist. Und das ist super wertvoll. Das heilt die Menschen schon sehr stark, wenn sie nur dieses Wort austauschen, weil sie sagen, okay, wofür ist jetzt das gerade zu mir gekommen? Wofür reagiert die Person gerade auf mich so?
wofür habe ich jetzt wieder dieses Thema in meinem Leben, das ich gedacht habe, das habe ich schon abgeschlossen. Super wertvoll. Qualität der Frage. Ganz, ganz wichtig für die nächsten Schritte. Ja, wenn man's, aber der Punkt ist, glaube ich, immer der, diese Analytik, die da eben rational eingeht, ist dann ist nicht mehr der Schlüssel. Nicht? Und darum eben auch, wo du gesagt hast, ja, geht es um Wissen, geht es eher um Weisheit. Und ich beobachte ja Unternehmer, wieso sind die so, wie sie sind? Was machen die? Und da ist sehr viel Inspiration dabei, oft wenig sogar Fachkompetenz. Als Geschenk, weil ich habe auch schon Unternehmer gehört, die gesagt hätten, wenn ich da wirklich das studiert hätte und von der Pike gelernt hätte, hätte ich das nie gemacht, weil die hätten mir gesagt, das geht nicht, was du machst und es ist ein strahlender Betrieb geworden und auch einmal gewisse Betriebsunfälle sind ganz wichtig. Nimm her Josef Zotter zum Beispiel, der es dann ganz anders angegangen ist und höchst erfolgreich ist. Immer. Und eben auch, er sagt, die Maximierung der Menschlichkeit ist das Wichtigste. Ja. Wir sind definitiv dort, den gemeinsamen Raum schaffen wir, der ist so wichtig und der war vielleicht bis dato nicht da und viele im Einzelzellen gemacht, gemeinsam sichtbar. Und da wären wir bei einem Punkt noch, wo ich dich noch abschließend fragen möchte, Christian. Jetzt sind wir in einer neuen Welt, wir schaffen was, was wir noch nicht wissen, wie schaut die dann aus? Gerade Medien fragen immer, ja, Ökonomie der Menschlichkeit, was machen die Unternehmer anders? Wie sehe ich das? Wir haben ja so ein Unternehmerfrühstück, wo Medien dabei sind am 12. Mai. Wie würdest du das sagen, was wäre jetzt für Journalisten, Medien wichtig zu vermitteln, auf was kommt es jetzt an? Das ist eine super Frage, weil das allererste, der erste Impuls wäre, dass sie einmal ihr Herz öffnen. Und das klingt so spirituell, dass jetzt ganz viele schon wieder aussteigen im Kopf, weil sie sagen, hä, was will der, dass wir tun? Weil man muss immer merken, Medien grundsätzlich haben lange Jahre einem Missverständnis aufgesessen, dass die Menschen in ihrer Tragödiengier gefüttert werden müssen und dadurch nur negative Medien funktionieren. Das kenne ich gut, das höre ich oft. Da gibt es noch viele Menschen, die das auch weiterhin in der Pandemie haben wir die perfekten Beispiele gesehen, wer diese Angst geschürt hat und sich vor einen Eselkarren spannen lassen hat, das groß zu machen. Daran erkennst du schon, wen du komplett vergessen kannst als Medienpartner und welche da wertvoll waren. Und es ist eine Fragestellung, aber um deine Frage jetzt auch richtig zu beantworten, es ist eine Mischung aus beidem, nämlich etwas, was leb- und gehbar ist. Also das wäre gehbar, wäre für mich Wegbeschreibung, dass ich konkret sage, das ist, wo ich mich jetzt sehe, das ist, wo ich hin will und jetzt reden wir darüber, wie dieser Weg dorthin geht. Das wird konkret sein, also auch gerne mal ein Versprechen machen. Und das Zweite ist immer reinen Herzens agieren, damit die im Gegenüber das fühlen können, dass die Absicht dahinter kein Trick ist oder kein Marketinggefloskel, sondern wirklich aus dem Herzen heraus eine Motivation ist. Und dieser gehbare Weg, das ist übrigens auch noch etwas, was eigentlich in letzter Zeit so, ich weiß nicht, schau, wenn ich sage, mach ein Versprechen, da schreiten ganz viele Menschen sofort zurück, ja, versprechen kann ich nichts. Ne? Und ich wundere mich immer, das wäre so, wie wenn ein Maler kommen würde und sagen würde, du, ich kann dir sagen, die Wohnung rausmalen kostet 5.000 Euro, aber ich kann dir nicht sagen, ob sie danach vollinhaltlich gemalt ist oder in weiß. Vielleicht sind es andere Farben. Den würdest du nie beauftragen. Du würdest immer sagen, ja, aber hallo, wenn du kannst mir zwar sagen, was es kostet, aber du sagst mir nicht, was ich dafür kriege, dann mache ich das nicht. Und so sind die Menschen noch. Und da darf man sich auch darauf einlassen, zu sagen, schau, wenn du der Freude folgst, verspreche ich dir, wird es dir besser gehen. There you go. Überprüfe selbst. Kannst du dieses Versprechen annehmen? Ja oder nein? Wenn nein, fang einen Schritt vorher an. Wenn ja, du bist am perfekten Weg. Und ich mag das. Ich mag, wenn Menschen Versprechen machen, weil dieses ganze Gelaber, das ich im Internet ganz stark wahrnehme mit irgendwelchen Tralala-Floskeln, die sie auch nur Copy-Paste irgendwo rausgehauen haben und eben kein Versprechen machen, da schalte ich innerlich völlig aus und sage mir Zeitverschwendung. Weil wenn ich dich frage, sag mir, wofür du hierher gekommen bist, könnte jetzt auch dieser Raum sein von uns beiden hier, dann will ich eigentlich schon vorab ein Versprechen haben, was ja auch sein könnte, um die Menschen im Herz zu berühren.
Wenn du dich berührt fühlst gerade, habe ich mein Versprechen schon eingehalten. Und das ist, glaube ich, wie es sein darf. Und wenn du das, die zwei Sachen mit in dieses, in diesen Event mit reinnimmst, kann gar nichts Negatives dabei rauskommen. Schön, Christian. Wir gehen von der Person zum Menschen, zum tieferen Menschsein, über die Freude, der Freude folgen. Das Dhamma, das hat enorme Kraft und diese Dinge sind alle nicht beschreibbar, erlebbar. Und das merke ich einfach, es geht richtig ums Tun. Es gibt so viele Menschen, die irgendwas beschreiben und was ich irgendwo erlebt habe, anstatt dass sie tun und dann sehen sie, wie sie das real anspürt und ob das der Weg ist. Christian, ich hätte viele Fragen, könnte ganz, ganz weiterführen. Ist ganz viel drinnen. Und schön, dass du den Weg gegangen bist, den du gegangen bist, war nicht einfach. War viel Schmerz, wie du gesagt hast. Ich habe auch ganz viel Schmerz erlebt, aber das führt uns eben in die Tiefe und das führt dann immer mehr zur Freude und Leichtigkeit. Ich danke dir. Ich danke dir, lieber Georg. Dankeschön.